Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Neues Kapitel offensichtlich, Spurensuche. Wieder in Prag stellte der wütende Miller Jensen zur Rede, bevor er nach Golem City aufbrach, um den entstandenen Schaden zu begutachten. Dadurch erhielt Jensen die Gelegenheit, gegen ihn zu ermitteln, und so drang der Doppelagent in Millers Apartment ein und stahl eine NSN-Karte. Diese Karte würde hoffentlich weitere Hinweise enthalten. Naja, die Karte selbst nicht, die ist ja nur eine Zugangskarte. Aber außerdem meldete Jensen sich bei Smiley, der ihm erzählte, dass der Zündmechanismus der Bomben aus einer analogen Armbanduhr stammte. Die Spur führte zu einem örtlichen Uhrmacher namens Nomad Stanek. Jensen musste ihn nur finden. Ja, und Stanek schien mir ein etwas teureres Uhrenfabrikat zu sein. So, und wir brechen jetzt hier ein, würde ich sagen, ne? So, können wir hier die Fenster polarisieren irgendwie? Leider nicht, wie es aussieht. Ja, mein E-Book. Aggressive Hex, okay. Haben wir schon. Für alle, die es noch mal lesen wollen. Wir haben, glaube ich, auch schon seinen Tresor ausgeräumt und sowas. Ne? Mal sehen, gibt es hier was Neues? Ja, tatsächlich. Oh, was haben wir denn hier? Also, Direktor James Miller hat an Joseph Manderly geschrieben, Problem mit Zugangsdaten. Hallo Joseph, mit meinen Zugangsdaten stimmt etwas nicht. Ich wollte Zeit sparen und mir den Arc-Bericht selbst holen. Aber aus irgendeinem Grund wurde mein L3-Zugang herabgestuft. Ich brauche vorübergehenden Zugang, bis sich jemand um die Sache kümmert. Jim, okay. Ja, und hier haben wir es, ne? Darauf hat er sich ja schon bezogen gehabt in E-Mails, die wir irgendwo anders gefunden hatten. Bei ihm zu Hause, glaube ich, ne? Auf seinem Zweitrechner. Vorübergehende Zugangsdaten sind unnötig. Ich habe das geklärt. Hier ist der Bericht aus den USA. Damit haben Sie, was Sie brauchen. Und ich würde einen raschen Fortschritt sehr begrüßen. Update in 24 Stunden. Okay, also Joseph Manderley macht hier sehr viel Druck auf jeden Fall. Sichere Datei, geheim USA. Eindringen der Ark bei Barca Live, San Francisco, nachträgliche Einschätzung in Bearbeitung. Okay. Was haben wir denn hier? Vollständige Forensik ausstehend, Opferdaten unvollständig. Okay. So, was haben wir hier? James Miller an Tech Security bei Interpol. Antwort, Anfrage protokolliert, Zugangsdatenproblem mit dem A-Server. Schauen wir mal. Morgen vielleicht? Kommt schon, Leute. DF29 wurde gegründet, damit wir nicht durch die Verwaltungsschikanen ausgebremst werden. Und jetzt kann ich nicht mehr auf Dateien innerhalb unserer eigenen Organisation zugreifen. Wie kann so etwas passieren? Das ist lächerlich. Okay. Ja, sehr geehrter Herr Direktor Miller, mein Name ist Martin Pedersen. Ich wende mich persönlich an Sie, um Ihnen zu versichern, dass wir versuchen, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu beseitigen. Unsere erste Überprüfung wurde 5 Minuten nach Erhalt Ihrer Nachricht durchgeführt. Das Problem muss tiefer in den Freigaben liegen, sonst hätten wir es gefunden. Wir schlagen vor, dass Sie zwischenzeitlich Mr. Manderley um vorübergehenden Zugangsdaten bitten. Wir informieren Sie, sobald das Problem gelöst ist. Okay. Ja, keine Ahnung, was da abgeht. Die Nachricht kennen wir schon. Tja. Sources inside the R&D campus tell me, however, that this most recent strain mutates so quickly, new vaccines become obsolete before they can even reach infected areas. So experts are working day and night, not only on aggressive treatments, but on new cures and methodologies that will prevent deadly outbreaks from occurring at all. This is Eliza Cassell, Tuberkulose in Indien, antibiotikaresistent from Picus. und verändert sich so schnell, dass man gar keine
Impfstoffe im Prinzip entwickeln können. VersaLife versucht es in San Francisco gerade, ein Gegenmittel zu entwickeln. Underground websites and radio stations continue to praise the Juggernaut Collective, an elusive group of vigilante hackers, for exposing big money corruption. What these journalists overlook, however, is the damage these hackers leave in their wake. Last year, the collective shut down London's traffic grid, Ah, das kennen wir schon. causing gridlock for hours and preventing life-saving medical transports from getting through. So, Mikrowellenofen brauchen wir gerade nicht. When they rigged the electronic voting system and elected a 12-year-old boy as president. So. Hacked combat drones attacked St. Petersburg. Okay, das ist ein neues Subnet. Da sollen wir rein. Ups. Alex, I'm in. Anything I need to know before I start up this chair? Every NSN is different, man, so I'm not sure what to expect. I'm guessing you'll end up in some kind of virtual conference room. No one else should be in there. And if they are? They'll see you as Miller, so say something snippy and log off. Okay. Ja, hinter der Scheibe ist noch ein Computer, der ist wieder gesperrt. Ne? Ich dachte, der ist mich schon entsperrt. How if I know? This is your plan. But holographic recordings take up a lot of virtual memory, so you may have to look in several places. I'll just have to play it by ear. Exactly. The whisper chip is still in place, though, so we'll both know when you've done it. Good luck, Adam. Na, da bin ich ja mal gespannt. This is different. Okay. Eine virtuelle Umgebung, tatsächlich ein Konferenzraum. Das Logo, keine Ahnung, kann ich nicht zuordnen. Schauen wir mal. Datentürme. Finden Sie alle Datentürme und greifen Sie darauf zu, okay? Nutzen Sie Remote Hack auf Serverblocks, um einen Weg zu ebnen und auf Bereiche außer Reichweite zuzugreifen, okay? Achten Sie auf Sicherheitssysteme. Werden Sie ausgelöst, ertönt ein Alarm und alle hackbaren Hindernisse werden zurückgesetzt. Na, scheiße. Da nichts mehr mit Remote Hacking durch die Scheibe. Okay, und das müssen wir jetzt noch viermal machen, wie es aussieht. Ah, gibt es hier keine normale Tür? Das müsste doch eigentlich eine Tür sein, oder? Okay, hier geht's nach unten, da drüben geht's weiter. Das ist eine Brücke da drüben. Muss ich irgendwie von oben ran, oder? Oder ich muss irgendwo eine Station finden, wo ich
das deaktivieren kann. Okay. Was gibt's denn hier oben? Achso, da muss ich aber erstmal hochkommen. Okay, gut. Ah, okay, und so komme ich da auch von oben ran. Interessant, okay, vielleicht fangen wir erstmal unten an. Ups. Wow. Okay, verstanden. Haben wir also eine Säule, die wir benutzen können. Mal sehen, ob wir hier genau nach sowas habe ich gesucht, um hier Kameras zu blockieren. Hier unten ist gar kein Würfel drin. Ich hätte gedacht, hier ist ein Würfel irgendwo drin. Stattdessen geht es hier nach oben. Ah, hier ist der Würfel. Der Server-Turm? Datenturm. Direkt unter uns eine Kamera. Da geht es noch weiter nach unten. Die Kamera hat mich denn da gerade erwischt. Doch wohl nicht die von da hinten, oder? Lüftungsabdeckungen sind ja immer unsere Freunde. Deswegen gehe ich hier einfach mal rein, ohne mich da hinten weiter umzusehen. Das Geräusch gehört zu einem Datenturm, oder? Vielleicht sollte ich hier aber doch nochmal zurück und mich da unten umsehen, bevor ich jetzt hier irgendwo hinrenne. Okay, damit kann ich mir also den Rückweg verbauen, wenn ich da Bock drauf habe. Achso, hier komme ich ja einfach nur wieder hoch. Sehen, hier gibt es keine Kamerasysteme. Was? Da komme ich nicht hoch genug. Okay. Nee, da komme ich nicht hoch genug, okay. Ah, mit einem dritten Würfel könnte ich mir so eine kleine Rampe bauen oder irgendwas. Na gut, dann versuchen wir es doch mal hier unten.
Also irgendwelche Sicherheits... Ja, das ist Task Force 29 Logo tatsächlich. Irgendeine Sicherheitsmaßnahme haben wir hier übergangen. Also eine Menge davon sogar. Ja, und ich wette, wenn Hacken im echten Leben so wäre, dann würde es viel mehr Hacker geben. So, zum einen kommen wir da zur Pyramide rüber, zum anderen, da drüben ist noch einer. Der müsste eigentlich erreichbar sein für uns. Gesprungen. Upsi. Wow. Okay, da fällt man also durch. Und hier gibt es eine offene Seite. Ah, jetzt ist hier alles offen. Okay, gut. Ah, ich glaube, ich habe gerade einen Weg da hoch gefunden. Oder wir machen es einfach so. Okay, das waren alle fünf. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on Ark. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Bursa Life, Dubai? Officially, all five attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send the reports if you want me to prove it. Because ARC doesn't operate in North America. Place call Hong Kong Alpha 10 priority message. We've got a problem. Miller wants to see a report on the break-in. What break-in? The one your San Francisco research facility is supposed to have any day now. What? What exactly did you tell him? Never mind. I'll take care of it. In fact, it may even help me clean up a related incident. What have you heard from our man inside ARC? Not much. He has to be careful transmitting. Rucker may be onto him. Then it's time for him to use the Orchid. Tell him. Killing Rucker. Are you sure it's a good idea? I mean, it'll certainly make things easier during phase two, but... Are you doubting me, Joseph? I'm merely concerned that the rest of the council might not like your call. They seem less cohesive these days. Rucker's death may upset some of them. But at this juncture, Brown is the only person we pay attention to. Once Rucker is dead, I'm positive he's going to make his move. Do it! End call. Alex, did you get all that? Hell yeah. Don't tell me this isn't the proof we're looking for, Adam. This is big. Janus needs to hear it. I want to talk to him this time. Set it up. Let me know where. It'll have to be somewhere safe. Leave the task force when you can, and I'll contact you with a location. Ach ja, haben wir schon mal durchsucht, scheinbar. Ja, krasse Scheiße. Also es gab ja diesen Einbruch bei, soll ich jetzt lügen, bei Taeyong, bei Versalife, glaube ich, ne?
Und das scheint einer von diesen berühmten Illuminaten zu sein. Ach, der ist jetzt gar nicht mehr gelockt. Das war nur vorhin in der Zwischensequenz so. Der da Manderly irgendwie, ne? Also Manderly scheint da mit dem Rat der Illuminaten irgendwie in Zusammenhang zu stehen. Adam, what are you doing in here? Was macht sie hier? Ja, ich könnte sie dasselbe fragen, in der Tat. Mein Job und sie. Mhm. Ja, wir fragen sie einfach mal direkt. Suppose I can ask you the same thing, Delara. I'm worried about Vince Black, the head of our organized crime division. I was leaving a message for Director Miller, asking if he's heard from him. Black's still deep undercover inside the Diwali organization, isn't he? The kind of deep that can be hard to swim back from sometimes, yeah. He's supposed to meet with me once a week so I can bring him back into the shallows, only he never showed for our first meeting. From what I know of the Diwali, their influence extends outside of the Czech Republic. Maybe he's out of town. Maybe. Maybe you could find out? Natürlich. Ja, tut mir leid, Doc, aber wegen der aktuellen Lage habe ich alle Hände voll zu tun. Ach, Quatschi. Sure, I think I can do some digging around for you. When was the last time you heard from him? First and last time was in his office a few days ago. He seemed antsy, kind of nervous that I was there, you know? Well, then maybe I'll poke around his office a little while I'm here. Well, stop now, right? Well, listen, Adam, Leon's waiting on my initial batch of reports, and I'm sure Director Miller wouldn't be too pleased to find us standing in his office, so unless there's something else, I think this is where I'll check out. Mal gucken. You mentioned Leon is expecting your first batch of reports. You don't answer to Director Miller? I'm a civilian employee, specializing in habituating deep cover operatives. You're not an agent. So why did you choose to work with badges? I started out working for LIM International, helping patients cope with the emotional strain of augmentation. After the incident, I needed to change my focus. Interpol was looking, so I moved my clinic to the public sector. So you answer directly to Joseph Manderly? It was Joe's idea to get a psychological clinic up and running inside our field offices. But listen, Adam, I have a small mountain of agent files to process, so if there isn't anything else. Für Manderly arbeitet sie also direkt, okay. Joe, huh? Sounds like you and Manderly are close. We're close because I used his first name? Well, you said you joined TF-29 after the incident. I assume that maybe you and Manderly started together when the task force was launched. No, I arrived after Joe did. Look, Adam, we should probably get out of here, don't you think? Yeah, you're probably right. I am curious, though, where Manderly came from exactly. Heard he jumped over quite a few heads to get to the big chair at TF-29. Must have some pretty influential friends pulling strings. Why the interest in our boss? I'd just like to know who everyone is. If Joe had help, I'm sure it was from people who share his vision for what this task force could become. Anyway, listen, I really do think it's best if we get out of Miller's office before he returns. So, if you'll excuse me. And it's a pleasure to speak with you too. Ich wollte mit dir aber noch über... Adam, what's up? Did you check out Black's office yet? Not yet, no. Wir haben uns teleportiert, okay. I hope you can find a lead. I feel so damned handcuffed, you know? I understand, don't worry. There's some that'll find, it'll get found. I'll see you around, Doc. Okay, schade. Ich wollte sie da die nach der linken Dialogoption nochmal fragen. So, was hat sie hier gemacht? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie ihm keine Nachricht hinterlassen. Ah, doch, hat sie. Okay, sie hat ihm also eine Nachricht hinterlassen. Interessant.
Tja, was haben wir denn jetzt für Aufträge? Wir haben ein paar Nebenmissionen bekommen, glaube ich, ne? Argumentierung, okay. Vince Blacks Büro durchsuchen, schauen wir mal. Dr. Delara Ozen, die Psychologin der Taskforce, macht sich Sorgen um einen vermissten Agenten. Vince Black hat undercover gegen die kriminelle Dwali-Familie ermittelt. Allerdings hätte er sich mittlerweile längst melden müssen. Vince Blacks Büro durchsuchen. Vince Black ist von einem Undercover-Einsatz bei den Dwalis nicht zurückgekehrt. Ich habe Dr. Delara Ozen versprochen, herauszufinden, was aus ihm geworden ist. Haben wir das nicht schon mal zufällig... Upsi, was war das? Durchsucht? Ich glaube, da waren wir doch gerade in der letzten Folge drin, oder? Nicht? Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht drin. Hier gibt es noch ein paar Computer, die wir hacken können. Aber Moment, hier haben wir doch schon. Oder nicht? Na gut. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen zu schaffen. Sicherheitsstufe 1. Na, herrlich. Da hinten ist ein Speicher. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. So, das war easy. 115 Credits haben wir noch mitgenommen. Mal gucken, wen haben wir denn? Ryan Baker an Selina Carter. Simon hat ein Gespräch abgefangen, in dem es um einen Lagerraum geht, der als Abgabestelle benutzt wird. Ich habe mir das angesehen und festgestellt, dass er ganz in der Nähe ist. Wir beobachten ihn seit einigen Tagen und haben bereits mehrere Dwalis raus- und reingehen sehen. Wir sollten mal reinschauen, sobald wir wissen, wann ein gutes Zeitfenster dafür wäre. Wir wollen sie nicht verjagen. Ihr aktueller Code lautet 6354. Ich melde mich, sollte er geändert werden. Danke. Was haben wir hier? Hallo Selina. Ich wollte dir die gute Neuigkeit sofort mitteilen. Ich habe wieder eine Lizenz. Jake Carter. Okay. Das verdanke ich meinem Vertreter, der einen Deal ausgehandelt hat. Ich will dich nicht mit den offiziellen alphanumerischen Zuordnungen langweilen, aber im Prinzip musste ich nur die Kennzeichnung meiner Beine ändern und jetzt stehe ich wieder auf der Einsatzliste. In 10 Tagen geht es nach Afghanistan. Dein Lieblingsvetter zieht wieder in den Kampf. Pass auf dich auf, okay. Peter Cheng an Selina Carter. Hallo Selina, überprüfen Sie, ob die NSN Lava Wall noch bei 100% ist. Sie musste in letzter Zeit zahlreiche Hackversuche abwehren und trotzdem sagen einige, ich sei paranoid, wenn ich härtere Sicherheitsvorkehrungen durchsetzen will, als gäbe es sonst nicht genug Baustellen. Sie brauchen dafür einen Code. Ich habe das Tastenfeld auf 7734 gesetzt. Melden Sie sich, wenn die Diagnose abgeschlossen ist. Okay. Sicherheitsupdate. Bla bla. Okay. Also hier kann man sich dann eine Menge Codes erhacken, ne? Wobei man die Schlösser natürlich, wenn man... Okay, das hier sind nur Stufe 1 Systeme. Ich wollte gerade sagen, wenn man die Systeme hacken kann, kann man auch die Schlösser hacken. Das trifft nicht zwangsläufig zu. Das machen wir einfach so. Access granted. So, was haben wir? Peter Cheng an Ethan King. Hallo Ethan. Natürlich habe ich schon von Windmill gehört. Oh, wir auch. Der ist ja im letzten Teil gestorben oder haben wir ihn gerettet? Ich weiß gar nicht. Jeder, der sich in den letzten 10 Jahren auch nur oberflächlich mit der Hacker-Szene beschäftigt hat, kennt Windmill. Seine letzte bekannte Aktivität war etwa eine Woche vor dem Zwischenfall. Die Behörden glauben, dass er zu dem Zeitpunkt in Hengsha war, als spurlos verschwunden. Ja, wir haben ihm ja gesagt, er soll untertauchen. Und ich weiß nicht mehr, ob er die Sache überlebt hat. Da kam er dann von Taiyong Medical, bzw. Bell Tower, ein Einsatzteam, durch die Decke und durch den Eingang gekracht und so. Na, bleib an der Sache dran. Wenn er es ist und du beweisen kannst, dass er noch lebt, gehst du ihm Geschichte ein. Cheng, er ist, hör auf mich PC zu nennen. Ethan King, potenzielle Windmill-Sichtung. Okay, PC, ich habe soeben Traffic von einem Hack gegen Taiyong Medical abgefangen. Der Hacker hat einen Trojaner benutzt, um das Gehirn eines augmentierten Technikers zu übernehmen. Und der Code des Trojaners war auf Niederländisch mit dem Chiffre-Schlüssel AVB. Ich habe eine verrückte Theorie. Hast du schon mal von einem Hacker namens Windmill gehört? Ja, der hatte ja damals auch tatsächlich das Gehirn eines vorgeschalteten Hackers übernommen und ihn getötet. Das war die Szene, auf die ich anspielte, als ich meinte, als Salis Racker gestorben ist, dass wir sowas ja im vorigen Teil schon mal gesehen haben.
So, was haben wir hier? Abschreibung ohne Verbindung zu Kollektiv. Debbie Connolly an Ethan King. Hallo Ethan, ich habe in Ihrem Namen mit der Polizei gesprochen. Sie haben die Elektronik nach dem durchsucht, was Sie beschrieben haben, aber keine Beweise für Überbrückungselemente gefunden. Stattdessen kam heraus, dass durch schadhafte Bausubstanz Wasser auf die Drähte gelangen konnte. Was die Abschaltung der letzten Zeit perfekt erklären würde, Geheimnis gelöst, würde ich sagen. Als die Kontaktbeamtin sagte, sie schuldet uns was, habe ich zugegriffen. Falls Sie jemals selbst nachsehen wollen, der Code für den Sicherheitshub lautet SC43 und die Tastenfelder öffnen sich mit 3998. Okay. Interessant. Ja, können wir auch schon. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hacken müssen können sollen? If I have anything, I'll let you know. Hier hinten den, ne? Den hacken wir noch und das war's dann für heute. Ach, Sicherheitsstufe 1. Mag ich. Und haben wir einen Spam-Knoten. Granted. So, was haben wir hier? Ryan Baker schreibt an Pedro Mefren. Von dem habe ich schon gehört, die Balis suchen nach ihnen. Achso, wir gucken erstmal, was war denn Vinces Unterlagen. Okay, ich brauche Infos über einen potenziellen Waffenschmuggler im Rotlichtviertel, der unter dem Radar von Balis und der Polizei arbeitet, aber möglicherweise Kontakte zu Gesetzeshütern in einem anderen Land hat. Wissen Sie, wo Vince seine Unterlagen aufbewahrt? Von dem habe ich schon gehört, die Dwalis suchen auch nach ihm. Was Vince Unterlagen angeht, da erzählt er mir genauso viel wie einen anderen, nämlich nichts, außer er muss. Ich weiß, dass er irgendwo in der Nähe ein Geheim versteckt hat, aber ob da Unterlagen drin sind, kann ich nicht sagen. Aha, ein Geheim versteckt hat er also. Vincent Black schreibt an Pedro, hallo Pedro, ist der Code für einen Lagerraum in der Nähe des Büros 6354? Viel Erfolg. Okay, interessant. So, und beim nächsten Mal gehen wir dann hier in Vincent Blacks Büro. Dann schauen uns da mal ein bisschen um. Und finden mal raus, was er da für Untersuchungsergebnisse irgendwo hat und wo er dann sein könnte. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.